Über 210.000 Exemplare wurden vom Kia EV6 bislang verkauft. Jetzt gibt es ein Facelift, was vor allem die Optik ändert, aber auch technische Neuerungen bringt. Und das sehen wir uns in diesem Video hier von dem Pariser Autosalon der Messe Mondiale dell'Auto kurz an. Wir sind hier auf einer busy Messe, deswegen gibt es eben Menschen wie ihn, der jetzt hier mal ins Auto reinspringt und übrigens so ein bisschen nur die Materialien fotografiert. Pressevertreter dürfte er nicht sein, aber egal. Wir wollen uns ja hier ums Auto kümmern. Und das zeigt ein neues Gesicht. Starlight nennt Kia die neue Lichtsignatur. Und die zeigt sich ein bisschen kantiger, ein bisschen eckiger als beim Vor-Facelift-Modell des EV6. Wir haben hier die nach unten gezogenen LED-Lichtbögen, eben für Tagfahrlicht und Blinker. Und das lässt ihn ein bisschen tiefer, ein bisschen geduckter und ein bisschen maskuliner erscheinen, ist meine persönliche Meinung. An der Seitenlinie hat sich nicht viel geändert. Es wird ein paar neue Felgendesigns geben und Änderungen bei den Akkugrößen. Da können wir auch zum IONIQ 5, dem Modellbruder, blicken, der wie der Kia EV6 auf der eGMP-Plattform steht. Der kleinere Akku wächst auf 62 Kilowattstunden Speicherkapazität und der größere auf 84 Kilowattstunden Speicherkapazität. Das bedeutet also mehr Strom für mehr Reichweite. Die Motorleistungen bleiben gleich. Also wir haben in der Basis 125 kW oder 170 PS mit Rear-Wheel-Drive, also Heckantrieb, Motorhinten und Antrieb hinten. Außerdem gibt es dann Allradvarianten. Und dann geht es also bis hoch auf 239 kW, 325 PS. Außerdem wird es natürlich auch nach dem Facelift wieder einen Kia EV6 GT geben. Der dürfte dann eben auch vom größeren Akku profitieren. Ob dann die Leistung steigt, das ist noch nicht bekannt. Den GT haben sie uns noch nicht gezeigt. Hier steht der EV6 aber als GT-Line. Und der zeigt auch hier am Heck leichte Änderungen und Retuschen am Stoßfänger und wirkt damit auch so ein bisschen moderner, ohne das alte Modell in Anführungszeichen alt aussehen zu lassen. Geändert hat sich auch etwas im Interieur. Vor dem Fahrer sieht man ein neues Lenkrad. Dieses Zweispeichen-Lenkrad war ja von manchen nicht so geliebt. Hier haben wir jetzt eben eine dritte Speiche. Das wirkt sportlicher. Wir haben einen dicken Kranz, zweifarbig und das aktuelle Kia-Logo so leicht versetzt, also nicht zentral auf dem Pralltopf. Das finde ich ja eine ganz nette Design-Idee. Dazu gibt es die bekannte Cockpit-Landschaft mit den gebogenen Displays, aber ein überarbeitetes Infotainment-System mit Over-the-Air-Updates und aktualisierter Fahrassistenz. Es bleibt bei dieser umschaltbaren Leiste hier im Cockpit, wo ich dann zwischen den Menütasten und der Klimafunktion das hier steuern kann. Außerdem sehen wir weiterhin die freischwebende Mittelkonsole mit dem Fahrstufenschalter und dann hier den Tasten für Lenkrad- und Sitzklimatisierung. Das war der erste kurze Check des Kia EV6 Facelift. In Kürze kommt er bei uns in Deutschland auf den Markt. Was er dann kosten wird, das ist jetzt noch nicht bekannt. Aktuell starten die Preise bei ein bisschen unter 47.000 Euro. Mehr zum Auto gibt es auf der Website autonotizen.de. Klickt doch auch da mal rein. Und schon ganz bald werden wir das Facelift des Kia EV6 auch fahren dürfen. Dann gibt es natürlich ein ausführliches Review, wo man dann noch ein bisschen mehr auf die Details, auf die technischen Daten und bestimmt auch auf das Angebot und die Preise für den deutschen Markt eingehen werden. Vielen Dank, dass ihr mitgekommen seid hier auf die Messe in Paris. Vielen Dank an den Matthias fürs Filmen und bis zum nächsten Mal bei Autonotizen. Ciao.